natürlich, glaube ich, Engagement. Vielleicht auch so ein bisschen Disziplin, muss man sagen. Ne? Erwartet man ja von jedem. Auch Teamfähigkeit ist, glaube ich, sehr wichtig, weil in den meisten Berufen muss man ja auch irgendwo mit Menschen zusammenarbeiten. Dazu gehört auch natürlich die Kommunikation. Auf jeden Fall Pünktlichkeit und dass man sich auf die Person auch verlassen kann. Ich denke, dass es am wichtigsten ist, dass die Mitarbeiter verantwortungsbewusst sind, dass die Arbeitgeber nicht ständig darauf gucken sollen, ob die Mitarbeiter mit gutem Gewissen, sage ich mal, die Arbeit erledigt haben. Dass man sich halt anpassen kann, dass man nicht immer festgebunden zu einer Sache ist, sondern auch manchmal flexibel was anderes machen könnte. Natürlich das Geld-Zeit-Verhältnis im Sinne von, dass man jetzt nicht richtig viel schuftet für wenig Geld. Aber natürlich auch, dass das Team angenehm ist, dass es nicht Streitigkeiten gibt und dass der Chef angenehm ist. Dass ich nicht mit so vielen Menschen zusammenarbeite, also eher für mich arbeiten kann, auf gar keinen Fall Kundenkontakt. Neues auszuprobieren, Neues zu machen. Das Gefühl zu haben, dass ich etwas Gutes in meinem Beruf gemacht habe, dass ich wieder mit gutem Gewissen und mit Freude so dann wieder nach Hause komme. Ich bin der Meinung, dass die Schulen zusammen mit den Firmen arbeiten sollen, enger zusammen, da es zurzeit sehr schwierig ist, ein Praktikum zu finden in der richtigen Stelle, die zum Schüler passt. Und wenn die Schulen zusammen mit den Firmen arbeiten, dann können die Lehrer, die dafür zuständig sind, sagen, empfehlen, welche Firma für den Schüler passend ist, um auszuprobieren, ob dieser Beruf für einen Schüler passt. Ich glaube, es gibt vieles, was man noch optimieren kann. Die meisten Menschen haben gar nicht so einen Plan, weil sie in der Schule nicht wirklich herausfinden, was sie gerne machen. Die wissen am Ende nicht, das kann ich gut, das kann ich nicht gut, sondern es sind immer nur diese Basisfächer, Mathe, Deutsch, Englisch. Zum Beispiel, dass wir näher an den Berufen sind, zum Beispiel, dass wir statt sozusagen mehrere Praktika, Pflichtpraktika machen müssen. Nicht nur zum Beispiel, hier ist es so, dass du in der 9. zwei Pflichtpraktika machen musst. Vielleicht ein bisschen mehr wäre gut. Oder halt auch, dass ein paar Firmen oder Ähnliches mal auch zur Schule teilweise kommen könnten. Ja, also ich finde, einmal im Jahr könnte man zum Beispiel mit der Klasse einen Ausflug machen an eine Arbeitsstelle vielleicht oder vielleicht an einer Fabrik oder so weiter. Da kann man sich auch verschiedene Bereiche angucken, was man da vielleicht arbeiten möchte.